Ich ging in den Musikverein, ich lernte Klarinette. Doch nicht so lange, wie das mein Lehrer gern gesehen hätte. Ich machte auch kein Abitur, ich war kein guter Sohn. Heute wissen wir alle warum. Schilddrüsenunterfunktion. 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 Ist so geil. Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion. Und ihr singt. Brecht da nix, Willi. Schecksels. Du musst gucken, dass du, wenn du in die Richtung gehst, dann im letzten Moment musst du nochmal den Blick zum Publikum suchen, weißt du? Gehst du teilnahmslos, dann suchst du den Blick und dann musst du den kicken, dann gehst du in die andere Richtung, ein bisschen teilnahmslos, dann den Blick zum Publikum und. Ja. Haben wir's? Ja. Aber bis ich dann Befehl immer am Hand gebe, bis das immer am Arm gekommen ist, das dauert Ewigkeit. Es ist auch schwer. Der Fisch? Ich hab mal die Tonart gesucht. Okay. Ich bin weiter. Dann kam die Zeit, da hat mich Jesus fasziniert. Franz von Assisi hat mich zur Lyrik inspiriert. Ich floh aus dem Alltag in die Welt der Religion. Ja, ich spürte Gott in mir, doch es war Schilddrüsenunterfunktion. Dann habe ich geheiratet, eine dritte Brünette. Einer tollen Aura. Hast du nichts vergessen oder was? Nee, das hat geklungen, als hätte ich gerade einen Fatz gelost. Bei Brünette muss ich immer an Fatz denken. Ja. Achtung. Dann habe ich geheiratet, eine adrette Brünette. Mit einer tollen Aura, sie hieß Ulrike Annette. Wir durchquerten das Universum mit Tarot und Meditation. Ja, sie hielt es für Liebe, doch es war Schilddrüsenunterfunktion. 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 Klappt? Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion.